Und damit herzlich willkommen im Untergeschoss des Hauses von Chloe und ihrer Mutter mit ihrem Stiefvater. Und ich sage willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Wir hier auf Erkundungstour in dem Haus, das uns nicht gehört. Eigentlich sollen wir nur in die Garage gehen und das Werkzeug für unsere Kamera holen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich auch private Post und Sonstiges der Familie durchsuchen. Und das tun wir hiermit. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ihre Abrechnung ist beigefügt, dringend. Elektrizitätsrechnung enthalten, überfällig. Oh je. Okay, wir haben A, nicht wir, sondern Chloe und ihre Familie hat arge Geldprobleme. Hier können wir nicht rein. Hier haben wir Fotos. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Ja, Chloe, das haben wir in der letzten Folge gesehen, scheint ein sehr trauriges Mädchen zu sein. Scheint so, als hätte sie ihren Vater verloren. Max ist weggezogen mit ihren Eltern, hat sich 5 Jahre nicht gemeldet. Und in der Zeit hat wohl Chloe Rachel kennengelernt und war wohl sehr, sehr gut mit ihr befreundet. Und die ist nun verschwunden. Also hat sich Chloes Leben im Grunde komplett verändert. Ja, und Max war nicht da. Und das war die Chloe von damals, okay. Oh, Kate hat uns eine Nachricht geschickt. Ich guck gleich. Ah, erstmal Anrufbeantworter abhören, ne? Wir können ja zurückspulen. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Gut, das haben wir rückgängig gemacht. Das war ihr Stiefvater, oder was? Come on, open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. Give me that bottle. Well? Tasty. Very tasty. Here, I want a sip. Sorry, this is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet! There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. Kindheitserinnerungen. Okay. Hier haben wir ein Foto. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Ja. Das kann ich mir vorstellen, so. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's noch Magazine. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Ein Glas. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Oh je. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Was? Müsli, Milch, Erdnussbutter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen, Toilettenpapier. Mhm. Einschalten. Okay.
Gut, dann Lichtschalter einschalten. Braucht man, glaube ich, nicht, oder? Warum? Wir können das mal machen. Und jetzt ist das ist die Küche in hell. Okay. Das ist die Küche in dunkel. So, ansonsten gibt es hier nichts, ne? Doch hier. Brr. I can feel autumn pushing out the summer. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Hm. Dann hoffe ich aber, dass die Soßen dann nicht auch da immer noch stehen. Die dürften schon mittlerweile etwas alt sein. Ein Grab. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. Oh. Chloe ist anscheinend nicht so vom Glück verfolgt, ne? That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Hm. Aber sie hat's behalten. Die Schaukel, ja. Hier noch irgendwas. Mit hier haben wir zur Schaukel. Oh, I loved this swing. William made it just for me and Chloe. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Hm. Erinnerungen an vergangene Zeiten? Ich glaube, solche Erinnerungen haben wir alle. Und irgendwie ist es traurig, wenn man daran denkt, dass es irgendwann mal vorbei war. So gerade die Kindheit. Man hört einfach, irgendwann hört man auf zu spielen und man weiß nachher nicht mal, wann das war. Also ist ein bisschen traurig. Aber man sollte sich sowas immer im Herzen bewahren und an die schönen Zeiten zurückdenken. Garten alles gesehen, glaube ich. Können wir hier noch rein? Nein? Gut. Dann gucken wir mal, wo die Garage ist, ne? Ah, hier. I should be able to find the tools I need here. Mhm. Nothing. This is so lame. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Ach so. Oh, das ist der Flur. Okay, wieder zurück. So, hier haben wir eine Menge Lebensmittel auf jeden Fall. Die Apokalypse kann kommen. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ja. Hm, das ist wahrscheinlich das Reh aus dem von dem Foto, ne? Poor little deer.
It's not enough to kill you, they have to display your head. Ja, und dann auch noch in so einer Garage. Ach ja, von sowas bin ich auch kein Freund. So, was haben wir denn hier Schönes? Akten, auch interessant. I wonder what's in those files up there. Ja, guck doch nach. Shit! Was? Butterfingers! Nein. Was wirfst du denn immer alles runter? Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Kate Marsh, sie weiß etwas. Okay. Gut, wir springen zurück. Ja. So. Mit dem Zurückspulen bin ich noch nicht so firm. So, wir gucken mal hier. Wirf nicht wieder alles runter. Okay. Laptop, Werkzeuge, ja, Laptop. This must belong to Chloe's stepdad. Ja, guck rein. No password. Like it would help me find tools anyway. Passwort. Gucken wir mal. So, warte mal hier, ein Schrank. Was denn? Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Was stand da drauf? Entschuldigung. Wowzer, a map of Blackwell Academy. Platzierung der Kameras. I wonder why. Ach, er ist der mit der Sicherheitskameras. Ja. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Hm. Oh, dann hat er uns auch im Schlafzimmer gesehen, ne? Hat er denn noch welche in Chloes Zimmer? Ist die Garage? Nee, Chloes Zimmer nicht, ne? Können wir das zurückspulen? So, dann gucken wir mal. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Gut, dann wo haben wir denn noch? Yes, score. Waffenschrank. Hmm. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Hmm. Okay. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've got to be shitting me. Na, großartig. Und Soldat, okay. Mhm. Wunderbar. Das hätte sie sich aber gerade schon denken können, wo sie die mit den Überwachungskameras und so gesehen hat. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Ja, wo haben wir denn kleine Werkzeuge? Haben wir hier schon geguckt? Ja, hier haben wir schon geguckt, ne? Passwort wäre halt auch gut. Ach, da oben sind noch Werkzeuge. Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Hier ist auch noch, sind noch Sachen von Chloes Vater da oben auf dem Ding. That does not look stable. That was very smart, dumbass. No can reach. Okay.
Karton? Yes, here's some ancient cardboard. So, jetzt? Yes, you have mad skills, Max. Hm. Okay, wir haben unsere Werkzeuge hier. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Ja, ich frage mich noch, ob man irgendwie dieses Passwort rauskriegen kann. Warte mal. Kann man das Kennzeichen sehen? Können wir hier... Moment, wenn ich, muss ich hier nochmal dran gehen? No password. Like it would help me find tools anyway. Können wir es rauskriegen? Ich meine... Geht das? I don't want to look at these creepy photos again. Why does David have them? Achso, wir haben noch eine SMS, ne, von Kate, fällt mir gerade ein. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Kate, so. Danke nochmal für deine Hilfe. Kein KP, kein Problem. Der Typ ist ein Arschloch, okay. Und von Victoria, oh. By the way, danke, aber wir sind keine Freunde. Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Immerhin waren wir es ihr wert, uns nochmal eine Nachricht zu schreiben und uns das wissen zu lassen. Schön. So. Ja, anscheinend kriegen wir das Passwort jetzt gerade nicht raus. Wenn ja, dann tut's mir leid, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung wie. Dann gehen wir mal zu Chloe zurück. Hier sind nochmal Bücher. I guess they're aging, these books. Mhm. So, wir können mal nach dem Vogel gucken. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Okay. Der sitzt da immer noch drin. Wunderbar. Gut, dann gehen wir mal zurück zu Chloes Zimmer. Das war hier, ne? Hey. Können wir mal deinen Schreibtisch benutzen? Ja. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Ich war dort, ich war nicht dort. Na, das Schlimme ist, sie hat ihr das Leben zwar gerettet, ja, aber sie wusste nicht mal, dass sie das war. I was there, hiding in the corner. Damn, you are a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Nein. Hat sie nicht. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation.
Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Nein, haben wir nicht. Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Ich mag Chloe. Wollen wir ein Foto machen? Ja, klar können wir ein Foto machen. Song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. What are you doing? Aber Chloe, er kann doch nicht einfach hier reinkommen. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in now. Oh, fuck. Please. 1 second. My bra is stuck. I'm... Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. 1 second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth, that's an order. Whose is it? Versteckt bleiben, eingreifen. Ach du Scheiße. Sie hat gesagt, er bringt sie um, wenn er uns da findet, ne? Ich glaube, sie möchte, dass wir versteckt bleiben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er hasst uns eh schon. Wenn wir jetzt auch noch eingreifen, dann hasst er uns richtig. Was jetzt nicht das Problem wäre, aber versteckt zu bleiben, erscheint mir jetzt gerade die bessere Option, oder? Sie hat wahrscheinlich nicht ohne Grund zu uns gesagt, wir sollen uns verstecken. Wir bleiben mal versteckt. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Oh. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb.
I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Wäre, glaube ich, noch mehr ausgerastet, oder? Sollen wir es versuchen? Wir können es mal versuchen. Wenn es schlimmer wird, dann... Dann spulen wir nochmal zurück, okay? Dieses eine Mal. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn wir nicht eingreifen würden. Wenn wir eingreifen würden, Entschuldigung. I'm changing! Give me a minute! Don't get smart. Just let me in. Zu weit zurückgespult, oder was? Please. 1 second! My bra is stuck! I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying. Ich spule mal vor, so. Whose is it? Wir greifen mal ein. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do get you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down! Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Ja, das scheint mir tatsächlich... Man, that did not go well for me. Nein, if I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Ja, ja und ja, sie hat recht, aber in diesem Fall erscheint mir diese Entscheidung die bessere zu sein. Was die für Konsequenzen hat, ich weiß es nicht. Für den Moment scheint mir das jetzt das Beste zu sein. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nur an Max und Chloe denken... Dann sollte Max Chloe, nachdem sie ihr auch noch die Kamera von ihrem verstorbenen Vater geschenkt hat, vielleicht einmal zeigen, dass sie auch für sie da ist. Weil Chloe scheint ja anscheinend immer für sie da gewesen zu sein. Wir wissen noch nicht viel. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserer Entscheidung. Und ich würde sagen, wir bleiben auch in der Abenddämmerung hier in diesem kuscheligen Zimmer. Bis zur nächsten Folge. Wir wissen jetzt zumindest, dass Chloe eine Waffe hat. Ob das gut ist oder nicht, ich halte es für nicht gut, aber wir werden sehen. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Bis bald im alten Eulenwald. Passt immer gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl. Then
the shadows of this quiet town. I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in the life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. You're earthbound.